Letzter in der Konstrukteurs-WM wird aus meiner Sicht ein Team werden, wo es gar keine Zweifel daran gibt, dass es letzter wird. Und ich glaube, Sie wissen es auch selber. Wir sprechen natürlich von Haas. Bei Haas herrscht viel Unruhe. Man hat einen neuen Teamchef. Günther Steiner wurde rausgeschmissen. Gene Haas will aber nach wie vor nicht genug Geld in dieses Team investieren. Man ist nach wie vor das einzige Team, was nicht mal ansatzweise am Limit vom Budget Cap operiert. Und ihr kennt es selber, wer nichts investiert, der kriegt am Ende auch nichts bei raus. Von daher ist es für mich ein ganz klarer Call, dass Haas auf dem letzten Platz in der KWM landet. Ich glaube, dass Haas erneut letzter in der Konstrukteurs-WM wird, einfach aufgrund der Statistik. Das Team ist in den letzten 5 Saisons zweimal allerletzter geworden und zweimal vorletzter. Nur 2022 sind sie 8. geworden, was respektabel ist, aber auch nicht überragend. Und zudem kommt hinzu, dass ja jetzt auch ein neuer Teamchef, Ayao Komatsu, dazukommt. Und bis sich so jemand eingearbeitet hat und das ganze Team sich eingespielt hat, das dauert vielleicht ein bisschen. Nico Hülkenberg hat zwar betont, dass sich das Auto sehr gut angefühlt hat während der Testtage, auf jeden Fall besser als letztes Jahr, aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum Haas einen enormen Schritt nach vorne machen sollte. Es hat sich nämlich nichts im Reglement verändert und von dem her glaube ich, dass das alles gleich bleiben wird. Nach dem letzten Jahr und nach den Tests in Bahrain müsste man eigentlich Haas sagen, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass es Steak, Kick, Sauber, wie auch immer man sie nennen soll, dass die dieses Jahr richtig schlecht aussehen werden. Ich habe schon öfter gesagt, Bottas Joe, das ist einfach für mich kein eine Oberklasse Formel 1, das ist wirklich unterdurchschnittlich und ich glaube auch, dass mit dem ganzen Hickhack macht jetzt Audi wirklich ernst für 2026 oder doch nicht, dass das dem Team nicht gut tun wird. Deswegen glaube ich 2024 ein verschenktes Jahr für das Team. Kick Sauber wird bei mir in der Prediction letzter in der Konstrukteurs-WM. Der Fahrer, der 24 als erstes und vielleicht auch als einziges sein Cockpit verlieren wird, ist Daniel Ricciardo. Und es hat drei Gründe. Einmal im Schnelldurchlauf. Nummer 1, Tsunoda ist mittlerweile stärker als er. Ich glaube, Tsunoda wird ihn richtig bügeln. Allein in den letzten 5 Rennen der letzten Saison hat Tsunoda 14 Punkte geholt nach dem Upgrade und dem besseren Auto. Daniel Ricciardo 6 Punkte im gleichen Zeitraum. Grund Nummer 2, es wird allgemein wenig Fahrerwechsel geben, denn nach der Saison laufen 12, 13 Verträge aus. Da beschränkst du dich als Team natürlich selbst, wenn du während der Saison einen Fahrer kickst, weil du die anderen, also diese 12, 13 Leute, deren Verträge auslaufen, dann natürlich noch nicht bekommen kannst, nach der Saison schon. Also da wird es allgemein wenig Bewegung geben. Und Grund Nummer 3, bei Red Bull Racing und AlphaTauri bzw. Racing Bolt ist das einzige Team oder Konstellation, wo ein Fahrer in der Hinterhand steckt mit Liam Lawson. Dem wurde mehr oder weniger für 25 ein Cockpit versprochen. Also muss einer von den jetzigen 4 Fahrern gehen. Und da ist meiner Meinung nach Daniel Ricciardo der Schwächste unter den 4. Ich glaube, es könnte passieren, dass Logan Sargeant während der Saison ersetzt wird, weil er war ja letztes Jahr schon ein Wackelkandidat und er hat ja um Haaresbreite nochmal eine Chance bekommen für dieses Jahr. Jetzt steht aber Andrea Kimi Antonelli als der neue Mercedes Junior in den Startlöchern. Wenn der in der Formel 2 super performt, dann kann ich mir vorstellen, dass Logan Sargeant während der Saison rausgeschmissen wird und Andrea Kimi Antonelli zu Williams geholt wird, da sie ein Kundenteam von Mercedes sind und dort zumindest ein halbes Jahr lang oder so oder vielleicht ein Dreivierteljahr ausgebildet wird, damit er dann nächstes Jahr Lewis Hamilton bei Mercedes ersetzen kann. Williams hat zwar betont, dass sie nicht mehr so wirklich die Ausbildungsstätte für Mercedes sein wollen, aber ich halte das trotzdem für eine Möglichkeit. Ich bin eigentlich großer Fan von ihm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ein Schicksalsjahr für Yuki Tsunoda wird, da das zweite Red Bull Team, Racing Bulls, so wie sie ja jetzt heißen, ja sowieso ja relativ schnell dann auch entscheiden, mal einen Fahrer zu ersetzen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass gerade wenn Daniel Ricciardo gut performt und Yuki Tsunoda vielleicht weiterhin auch in seinem, ist das jetzt das fünfte Jahr, weiterhin immer diese Fehler drin hat, dass dann ein Liam Lawson, der ja schon 2023 gezeigt hat, dass er es eigentlich in die Formel 1 verdient hat, dass er natürlich dann bereitsteht. Deswegen muss ich hier predikten, Yuki Tsunoda ist der Erste, der sein Cockpit verliert 2024. Top 3 Konstrukteure, meiner Meinung nach, auf Platz 1, führt leider keinen Weg vorbei. Nichts gegen Red Bull, aber einfach im Sinne der Spannung, dass leider Red Bull Racing ganz klar werden wieder dominieren. Auf Platz 2 sehe ich Mercedes und auf Platz 3 sehe ich Ferrari, die beide Schritte nach vorne gemacht haben. Ich denke, in der ersten Saisonhälfte wird Ferrari noch vor Mercedes sein, dann, weil man bei Mercedes auf dieser neuen Plattform erstmal aufbauen will und ich glaube, die Upgrades werden richtig zünden bei denen im Laufe der Saison, werden sie,
wie gesagt, in der zweiten Saisonhälfte Ferrari einholen. Ich glaube, dass Red Bull erneut die Konstrukteurs-WM gewinnen wird, einfach weil Max Verstappen gerade so auf der Höhe ist und er auch letztes Jahr schon alleine so viele Punkte gesammelt hat, dass Red Bull auch ohne zweiten Fahrer Konstrukteurs-Weltmeister geworden wäre. Warum sollte sich da was ändern, wenn das Auto nicht ein absoluter Reinfall geworden ist? Und das glaube ich jetzt nicht. Das hat man ja bei den Testtagen gesehen. Und auch Sergio Perez wird sich jetzt ein bisschen gefangen haben mittlerweile und auch mal ein paar mehr Punkte sammeln. Deswegen glaube ich, dass Red Bull Konstrukteursweltmeister wird. Platz 2 geht meiner Meinung nach an Mercedes, weil sie eine super Fahrerpaarung haben. Neben McLaren mit Oscar Piastri und Lando Norris für mich die beste Fahrerpaarung im ganzen Feld, weil man hat die Erfahrung mit Lewis Hamilton und auch George Russell, der sehr reflektiert rangeht immer. Deshalb glaube ich, dass sie sehr viele Punkte sammeln werden. Auf Platz 3 sehe ich dann Ferrari, weil Ferrari, auch so schlecht sie die letzten Jahre waren, waren sie eigentlich immer irgendwo in Podiumsnähe, auch was die Gesamtwertung betrifft. Und deshalb glaube ich, dass sie auch dieses Jahr wieder da vorne mitspielen werden. Sie sind zwar immer noch kein Siegerteam, wie vor vielen Jahren, aber Podium, das ist eigentlich bei Ferrari immer drin. Erster, das denke ich, sollte klar sein, Red Bull. Natürlich jetzt am Tag 3 der Tests waren die anderen Teams, Ferrari und so weiter, ein bisschen näher. Aber trotzdem, Red Bull, Max Verstappen, das wird wieder so klappen. Da sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr sicher, dass Red Bull wieder auf 1 ist. Ich sehe dann zwei tatsächlich Ferrari. Ich denke, die haben im Winter einen guten Job gemacht. Charles Leclerc hat den Vertrag verlängert. Der hat richtig Bock und deswegen Ferrari sehe ich auf Platz 2. Und auf Platz 3 sehe ich dann tatsächlich McLaren. Ich denke, die werden anknüpfen an dem, wo sie eigentlich letztes Jahr schon aufgehört haben. Nämlich eigentlich, ja, das Top 2, Top 3 Team zu sein. Natürlich heißt das dann, Mercedes außerhalb der Top 3 könnte vielleicht ein bisschen mutig sein. Allerdings, ja, ist vielleicht auch ein Übergangsjahr für Mercedes. Lewis Hamilton hat nicht mehr so richtig Bock, denke ich. Der will eigentlich jetzt schon zu Ferrari. Und deswegen sage ich Mercedes nur 4, McLaren 3, Ferrari 2 und Red Bull 1. Bei den Fahrern führt natürlich kein Weg vorbei am Max Verstappen. Kommender Weltmeister in meinen Augen erneut. Auf Platz 2 sehe ich Lewis Hamilton, weil der so motiviert sein wird wie gefühlt nie zuvor. Will natürlich einen guten Abschluss finden für seine Mercedes-Ära. Und auf Platz 3 sehe ich Charles Leclerc. Denn der Ferrari wird, glaube ich, auch sehr, sehr stark sein. Im Laufe der Saison, wie eben schon mal gesagt, wird der Mercedes wohl vorbeigehen. Aber ich sehe auch den Abstand von Red Bull Racing nicht ganz so krass wie im letzten Jahr. Von daher glaube ich auch, dass Sergio Perez nicht zweiter oder dritter wird, sondern zweiter Hamilton und dritter Charles Leclerc. Ich glaube zwar, dass es dieses Jahr sehr viel enger sein wird als letztes Jahr, aber ich glaube dann trotzdem, dass Max Verstappen erneut den Weltmeistertitel holen wird, so ungern ich das sage, weil man will ja auch mal jemand anderen ganz oben sehen. Aber wenn man sich mal einfach auch in der Geschichte umschaut, dann sieht man, dass jeder Weltmeister in der Geschichte der Formel 1, der dreimal in Folge Weltmeister geworden ist, dann auch den vierten Titel geholt hat. Max Verstappen ist ja jetzt ein dreimaliger Weltmeister und von denen, die nicht in Serie gewonnen haben, das ist Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet und Ayrton Senna, die haben dann auch nicht den vierten Titel geholt. Aber wie gesagt, diejenigen Fahrer, die dreimal in Folge einen WM-Titel gewonnen haben, die haben dann auch den vierten Titel geholt und das war Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Juan Manuel Fangio. Und deshalb glaube ich, dass Max Verstappen mit seinen drei Titeln in Serie auch zu dieser Art von Fahrern dann gehören könnte. Auf Platz 2 sehe ich tatsächlich Lewis Hamilton, einfach aus dem Grund, weil Mercedes jetzt mal was ganz Neues ausprobiert hat diese Saison und Lewis Hamilton auch eben die Entscheidung getroffen hat, Mercedes zu verlassen. Und wir haben gesehen bei Sebastian Vettel zum Beispiel 2022, als seine Entscheidung feststand, dass er am Ende der Saison die Formel 1 verlassen wird, dass er dann aufgeblüht ist, weil der Druck weg war und dann waren die Ergebnisse auch besser. Lewis Hamilton könnte ein ähnliches Gefühl jetzt haben, gute Ergebnisse einfahren und zudem eben die Tatsache, dass Mercedes jetzt ein neues Konzept ausprobiert. Und das hat in den Testtagen auch relativ gut funktioniert schon. Und auf Platz 3 sehe ich Charles Leclerc. Einfach weil er immer ein Garant ist dafür, dass er Podien zum Beispiel holt oder vielleicht mal eine Pole Position, selten einen Sieg. Aber er ist halt ein Punktesammler. Wenn er es mal nicht übertreibt, dann holt er eigentlich immer Punkte und ist da eigentlich immer irgendwo vorne mit dabei. Und der Ferrari scheint auch relativ gut zu sein. Das hat man bei den Testtagen gesehen. Charles Leclerc, der halt mit auch das beste Talent hat von all den Fahrern da vorne, der könnte genug Punkte sammeln, um dann Platz 3 zu belegen. Bei den Fahrern, klar, sehe ich einfach Max Verstappen, wie er sich Titel Nummer 4 holt. Ich wüsste nicht, was da wirklich im Wege stehen sollte, außer er selber sich irgendwie. Aber der Junge ist so cool. Ich denke, der wird das wieder locker nach Hause fahren 2024. Auf Platz 2 sehe ich tatsächlich Charles
Leclerc. Ich denke, die Vertragsverlängerung, die hat ihm gut getan und er hat jetzt wieder richtig Feuer und hat richtig Bock, denke ich, mit Ferrari anzugreifen. Und auf Platz 3 sehe ich auch tatsächlich nicht Sergio Perez, sondern Carlos Sainz. Es ist sein letztes Jahr im Ferrari, vielleicht sein letztes Jahr in einem Top-Auto. Er muss sich nochmal empfehlen für eine weitere Station in der Formel 1. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er auch gut mit Charles Leclerc mithalten wird. Und deswegen sehe ich ihn auf Platz 3. Okay, ist wahrscheinlich die interessanteste Frage für alle Leute aus der Formel 1 Welt für die kommende Saison. Wahrscheinlich sogar spannender als die Frage nach dem Weltmeister. Ersatz für Lewis Hamilton. Ich habe mir da echt viele Gedanken gemacht und mein Herz sagt mir und ich würde es mir echt wünschen, wenn Toto Wolff sich für Mick Schumacher entscheidet, auch einfach um Deutschland wieder auf die Karte zu packen. Aber mein Gefühl sagt mir, es wird Fernando Alonso. Und das hat auch mit einer anderen Personalie zu tun, nämlich Yuki Tsunoda. Ich glaube, er wird richtig gute Leistungen zeigen in dieser Saison. Und wir wissen alle, er ist stark von Honda gefördert. Honda geht kommendes Jahr zu Aston Martin. Könnte natürlich sein, dass Yuki Tsunoda dann auch zu Aston Martin geht. Lance Stroll ist dort gesetzt für immer. Das heißt, Fernando Alonso könnte dann das Team verlassen und Lewis Hamilton ersetzen. Für mich ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Andrea Kimi Antonelli Lewis Hamilton ersetzen wird bei Mercedes. Er ist 17 Jahre alt und hat noch nicht viel Erfahrung, aber er hat in den Junior-Kategorien alles in Grund und Boden gefahren. Er ist sozusagen der nächste Max Verstappen. Und man merkt Mercedes und Toto Wolff an, dass sie ihn auch als so jemanden betrachten. Und so jemanden, den wollen sie natürlich nicht gehen lassen. Das heißt, ich glaube, er wäre ein Kandidat, der mal direkt von der Formel 2 in ein Top-Team aufsteigen könnte in der Formel 1 ohne Zwischenstopp, vielleicht irgendwo in einem Hinterbänkler-Team oder einem Kundenteam. Das wäre bei ihm, finde ich, möglich. Und ich glaube, dass Mercedes da irgendwo schon hinschielt. Weil wenn man sich mal bedenkt, dass ihr bester Fahrer, Lewis Hamilton, einst genauso in die Formel 1 gekommen ist, also direkt aufgestiegen ist von der Formel 2, damals noch GP2, in ein Top-Team in der Formel 1, nämlich McLaren. Das heißt, sowas kann gut gehen und sowas kann aufgehen. Und deshalb glaube ich, dass Mercedes das, sofern Andrea Kimi Antonelli in der Formel 2 super performt, durchführen könnte. Nachfolger von Lewis Hamilton wird eine richtig, richtig interessante Sache dieses Jahr. Wer wird es? Meine Prediction, ich hau's einfach raus. Lando Norris, ich glaube, Toto Wolff geht all in, wird all das Geld, was Mercedes irgendwie zur Verfügung hat, in die Mitte legen und wird Lando Norris locken. Der hat natürlich einen langfristigen Vertrag bei McLaren. Aber was interessiert uns schon Verträge? Lando Norris zu Mercedes mit George Russell kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Und rein von den Leistungen ist er, glaube ich, finde ich, Kandidat Nummer 1, wenn man jetzt vielleicht mal Verstappen außen vor lässt oder Leclerc, der jetzt mit Ferrari verlängert hat. Da kommt für mich einfach nur Lando Norris in Frage und ich denke, Toto Wolff wird hier alles geben, um ihn zu Mercedes zu lotsen. Mein Hot-Take für die kommende Saison ist, dass es zwei Rennsieger geben wird, die im letzten Jahr kein Rennen gewonnen haben. Nummer 1, und der Junge hat noch nie ein Rennen gewonnen, Lando Norris, wird in dieser Saison seinen ersten Sieg in der Formel 1 holen. Und der zweite, nach 3 Jahren, wird auch Lewis Hamilton wieder ein Rennen gewinnen. Mein Hot-Take für die Saison 2024 ist, dass Lando Norris endgültig mal seinen ersten Formel 1-Sieg einfährt. Das ist schon so lange auf der Agenda. Das muss jetzt irgendwann mal passieren. Er war häufig schon so knapp davor, wie zum Beispiel in Russland 2021, aber es sollte nie sein bis jetzt. Das muss irgendwann jetzt mal fallen und das, glaube ich, passiert dieses Jahr, weil McLaren ist, denke ich, dieses Jahr von Beginn an mit dabei, nicht so wie letztes Jahr, dass sie erst so gegen Mitte der Saison richtig aufgefahren haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Lando Norris dieses Jahr mal die Chance bekommt, wenn sich die Umstände ergeben, den Sieg zu holen. Er ist schnell, McLaren ist auch schnell und deshalb glaube ich, das könnte passieren. Mein Hot-Take für die Saison, wir sehen ein paar mehr Sieger, als wir es letztes Jahr gesehen haben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir von 4 verschiedenen Teams jeweils einen Sieger sehen werden in den 24 Rennen, die auf uns zukommen werden. Letztes Jahr hatten wir nur Red Bull und Ferrari. Ich glaube, mindestens 2 Teams werden da jetzt noch mit reinstoßen. Klar, Max Verstappen, Red Bull, die haben da was dagegen, aber ich glaube trotzdem, dass diese Saison, zumindest was die Breite angeht, wieder ein bisschen besser wird als 2023.